Servus YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Thief Simulator auf meinem Kanal zu. Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, es geht weiter. Wir werden heute den zweiten Versuch starten, in dieses Haus reinzukommen, beziehungsweise um uns dort ein bisschen festzusetzen. Denn das soll ja unser Ziel werden, sein, wie auch immer. Beziehungsweise müssen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen warten, deswegen fahren wir nochmal zurück. Weil wir hier nicht pennen können. Und daher, dass wir bis. Oh. Bis um. 5, glaube ich, war das, oder? Oder war es bis um 4? Warte mal, wir müssen mal ganz kurz gucken. Notizen. Skills? Nee, Notizen. Die 202, da. Bis um. Genau, bis um 4. Ist halt nur die Frage, sollte ich wirklich so lange wegbleiben? Also wirklich. Also bis 21 Uhr, Bruder. Und ich meine, eigentlich könntest du auch jederzeit da rein, so ist ja nicht. Also du könntest wirklich. Wir könnten jetzt auch bis 19 Uhr springen. Bis 19 Uhr und dann könnten wir sagen, wir gehen da rein. 20. Dann könnten wir ja warten. So, 20, dann schlafe ich bis 19 Uhr. So. Schlafe ich bis 19 Uhr. Und dann gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Ne, wir brauchen den ja. Genau, wir brauchen den ja. Oh Gott, das will. So. So. Das Ding ist ja auch, mit Abhauen wird hier halt auch nicht so geil werden, weil wir dafür halt runterklettern müssen. Oder halt irgendwie irgendwo runterspringen. So. Mal hier mal gucken. Allererstes nehmen wir die mit. Dann pflastern wir uns die da noch rein. So, und dann brauchen wir die da hinten noch. Das kann ich erst machen, wenn der Kollege da wieder vorgeht. So. Ich weiß nicht, haben wir hier noch eine Kamera irgendwo? Ich sehe keine. So. Kamerasteuerung und dies und das und tralala. Der Kollege ist da unterwegs. So, deswegen werden wir unser Leben jetzt hier erstmal chillen. Gucken, dass wir erstmal nicht viel machen. Sondern warten, bis der rausgeht. So. Genau. Natürlich die Frage, wie lange das dauert, bis der rausgeht. Bis 21 Uhr eigentlich. Ah, okay. 22 Uhr geht er erst zum Pool. Perfekt. Ich würde sagen, wir machen in der Zwischenzeit machen wir mal den Save. Gut, warte.
Mann. So, 54. Weil hier haben wir ja in der letzten Folge gesehen, dass hier sehr, sehr viel drin ist. Beziehungsweise habt ihr nicht viel gehört, weil ich in der letzten Folge vergessen habe. Beziehungsweise nicht vergessen habe, sondern mein Mikrofon einfach nicht erkannt wurde. Und das macht das Ganze natürlich noch viel interessanter. Deswegen. Das Ganze umso geiler gewesen. Als ich das dann danach gesehen habe. Denn ich habe ja nach dem Video habe ich ja nochmal mir das Video angeguckt und habe dann gesehen, dass da eben keine Tonspur aufgenommen wurde. Und genau. Bedienfeld. Kameras. Wir werden erstmal das Bedienfeld hier machen. Aber das ist ja easy. Dann haben wir erstmal das. So, wenn wir die kaputt machen. So, jetzt ist wieder die Sache. Antike Statue. So. Damit haben wir das. Das. Wie das Gemälde-Job. Also. Brauche ich einen Schalter für das Tor. Unten. Okay. Jetzt natürlich wieder die Frage, wie ich hier rauskomme. Also wie ich hier wegkomme. Da lasse ich mir mal was einfallen. So, das werden wir noch mitnehmen. So, gut. Kann ich hier nicht irgendwie runterspringen, weil Fallschaden kriege ich ja eigentlich nicht. Also Schaden bekomme ich ja nicht. Von dem her. Könnte ich ja eigentlich runterspringen. Müsste halt hier runter. Inventar voll. Oder diese Statue. Antike Statue. 3000 und ich könnte sie wahrscheinlich deutlich teurer verkaufen. Aber das ist nicht möglich. Leider. Warte mal. Gegenstände. Was habe ich denn aktuell mit? Ach, ich habe auch noch diese Gitarre mit, weil ich die noch nicht... Oh mein Gott, Bruder. Ich habe die scheiß Gitarre noch nicht weggemacht. Ich weiß halt, ob ich hier drüber springen kann. Dann nach unten hopsen. Eigentlich könnte ich doch auch. Ansonsten habe ich hier die Schränke, wo ich mich drin verstecken kann.
Aber eigentlich sollte ich doch auch hier aufmachen können. Hier raushopsen. Hier runterhopsen. Das war unrealistisch. Aber sei es drum. Jetzt muss ich nur warten, dass der Kollege da seinen Posten wieder nach oben antritt. Und dann, weil wir können uns hier auch von hinten rein. Müsst ihr uns aber sehen. Dann machen wir da nämlich das Tor auf und dann können wir nämlich abhauen. Komm schon. So. Wir haben nichts gemacht, Kollege. Wir haben nichts gemacht. Und daher, dass der Weg hier so kurz ist, kann ich gleich hier rüber rennen. Oh. Auch wenn wir das Gemälde jetzt nicht haben, es ist egal, da können wir ja nochmal so reingehen. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Gut, das hätten wir jetzt noch machen können, schnell. So ist nicht. Aber Bruder, ich bin sehr, sehr zufrieden, dass wir da jetzt auf jeden Fall was reißen konnten. Vor allen Dingen unter den Einflüssen, beziehungsweise unter diesen Bedingungen. Macht das schon sehr viel her. Wir können ja mal gucken. Hier Blumenvase hoch, Bruder. Blumenvase, also. Weiß ich nicht, ob ich das noch irgendwann mal zusammenkrieg. So, goldene Uhr, 4K verkaufen. So, hier haben wir nichts mehr. Und nicht Antiquitäten. Ne, antike Statue, Bruder, 24.000 und die kosten so 3.000. Und allein in dem Haus stehen zwei drinne. Das kannst du halt wirklich keinem erzählen. Cool. Allein in dem Haus stehen schon zwei, die ich jetzt so festgesehen habe. Also, ja, das ist schon krass. Aber das soll es auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.